Kann ich das kaputt machen? Bums. Also okay, offensichtlich geht das nicht. Ich springe hier einfach mal hoch. Nee. Also muss ja auch jemand auf sie, ne? Damit auf sich haben. Na komm. Nehmen wir erstmal den Hebel. Also einfach nur die richtigen Hebel in Bewegung setzen. Ach, guck mal. Ich habe leider nicht erkannt, was das jetzt für ein Instrument war. Können Bongos gewesen sein. Jawohl. Sauber. Bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam, bada, bam. Und da ist eine Fee drin. Kreisch, ich habe eine weitere Banane entdeckt, Donkey. Und dafür muss ich Trommeln spielen. Ah ja, okay. Nehme ich mal so zur Kenntnis, ist okay. Was ist hier nichts? Ich dachte, hier wäre noch irgendwo so eine Plattform oder so. Okay, aber was mache ich mit der Fragezeichenkiste? Achso, ich habe nur gar nicht eingesammelt, okay. Meine! Wunderbärchen, okay. Es wird nur ein Fest werden, hier alle Bananen zu finden, weil ich denke mal, das wird das Letzte, was ich mache. Guck mal, hier brauchen wir nur 15 für. Muss also halb so schwer sein, das Level. Mach schon, zeig mir die Bananen und wir haben es hinter uns. Tring, tring. Komm, verpiss dich. Na komm, wir fangen mal mit Donkey an, warum nicht? Neues Level, neues Glück. Oh mein Gott. 4 Bananen haben wir heute schon geholt. Oh, Sequenz. Ein Klepptrepp. Das finde ich ganz cool, dass sie hier immer so Sequenzen eingebaut haben. Da ist einer der Kongs, fand ihn! Jetpack Diddy. Edgeman, Benchman, fangt mich, wenn ihr könnt. Edgeman? Oder Edgeman? Hey, der Bursch ist flink. Was hat er da auf seinem Rücken? Er hat sich auf jeden Fall die Arme verbrannt. Okay, ihr habt es nicht anders gewollt. Ja, ich kenne den Jetpack doch schon. Warum hast du mir das jetzt gezeigt, Spiel? Fabrik fatal! Oh, die Mucke ist ganz, wieso liegt so ein bisschen Alice, Madness Returns. Ah ja, da ist unser Kollege, der letzte, der Verbleibende. Hilfe, Chunky, nicht irgendwas mögen. Er mag es wahrscheinlich nicht, dass er gefangen ist. Okay, links, rechts, geradeaus. Wir fangen mal mit links an, oder? Oh cool, neue Gegner-Typen auch. Metall-Kremlins. Factory-Map, Lobby. Mhm. Ganz ein Lobbyist. Na, guck mal, ist sogar richtig, dass wir hier mit Donkey anfangen. Okay, die kann man auch nur betäuben. Kann man offensichtlich nicht töten. Oh, was mal ein bisschen hier rum. Hier ist nichts. Ui. Ah, guck mal, ist ein Ventil, ne? Oder? Ja, sieht so aus. und was mache ich damit? Muss ich da nichts drücken? Versuche ich mal im Gedächtnis zu behalten. Okay, da geht Lenky ab für eine Mark. Ist eine Scheibe vor. Hab ich nicht gesehen. Ups. Naja, okay. Oder vielleicht, ja, okay, so eine Stampfattacke. Nee. Kann ich sonst irgendwas machen? Ups. Nee, hat auch nichts gebracht. Schade, okay. Was geht, du Penner? Oh, bloß. Ich bezweifle, dass ich die kaputt kriege. Ja, okay. Sie sind unzerstörbar. Zumindest mit normalen Schlägen. Gut, links war ja schon mal eine verdammt gute Wahl. Gehen wir jetzt mal erstmal nach. Ich brauche ein Wechselfass. Sonst ist immer direkt ein Wechselfass zu Beginn. Okay, da ist ein Schalterchen. Da geht vielleicht die Scheibe auf. Quemco. Oh, ich bin immer nicht so wenig Schuss. Okay, da snipes auch nochmal eine Scheibe. Okay, das Level ist, glaube ich, auch relativ... Was war das? Was war das? Au! Arschloch. Was mache ich hiermit? Tongs! Tatong, tong, tatong. Jetzt was wird. Ah!
Ah! Aha, aha, aha. Den können wir zumindest auch schon mal aktivieren. Oder gehen wir auch erstmal jetzt hier lang. Der mittlere Bereich war ja einfach. Ich meine, da kommen wir auch nur auf die andere Seite. Also, sprich, da, wo wir durchgucken könnten, da werden wir wahrscheinlich von der anderen Seite dann da reinkommen. Kann ich sliden? Das wäre cool. Auch Scheibe. Okay, es lohnt sich auf jeden Fall, die einzusammeln. Also bisher noch nicht allzu, vertrackt das Level, hätte ich eigentlich erwartet. Aber gut, es kann ja noch kommen. Ich habe gerade mal die ersten 10 Bananen von 400. Production Room. Okay, hier brauche ich Diddy. Was gibt hier? Die sind ja in dem Level echt geizig mit Fässern, ne? Fürs Wechseln. Brauchen wir Lanky, Diddy. Und hier ist Tiny. Hier ist Nummer 4. Und hier ist Donkey hat hier nichts zu tun, ey. Ich glaube das nicht. Also ich hatte aber gerade eine Plattform gesehen. Ja, okay, die muss ich erstmal aktivieren. Ja, die ist jetzt kaputt zu machen, bringt noch nichts. Gut. Hier gab's doch noch einen Weg gerade, oder bin ich jetzt total bescheuert? Hier, den da, meine ich wahrscheinlich. Das war jetzt ja nicht der Eingang, oder? Würde ich jetzt auf jeden Fall nicht ausschließen. Doch, das war der Eingang. Da war aber dann noch eine andere Tür. Einfach mal eine mitgeben. Eine mitgeben ist immer gut. Reject. Da! Okay, ich dachte, da würde das stehen, was da bei dem anderen auch stand. Storage Room. Ah, hier geht's auch weiter für Donkey. Cool. Das heißt, in einen Raum muss ich mit jedem einmal rein. 15 Bananen. Das ist erbärmlich. Oh, fuck. Wo bist denn, du Sau? Zeig dich! Okay. Ich habe sie wieder schon auf der anderen Seite, ne? Jetzt könnte ich das zerstören. Ich meine, der war auf jeden Fall engagiert, ne? Ach, cool. Bums! Oh, ist ja so cool, wenn ich den hier schon direkt befreien könnte. Dann wäre ich einfach direkt den richtigen Weg gegangen. Das wäre gut. Pschau! Pschau! Einmal gucken. Okay. Dann gibt es auch keine Alternative. Was zum Teufel ist das da oben? Nein, ich möchte noch nicht. Ich hätte natürlich nochmal machen können, aber nee, 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 nee. So, und nochmal. Aber das ist auf jeden Fall relativ gediegen. Also nicht den Ring nehmen, Dennis, ne? Nicht den Ring nehmen. Sondern nehmen das, was richtig ist. Ciao. Das, was mich mehr anspricht. Gib's die Bananen! Ist eigentlich fragwürdig, wenn ich sowas sage, dass mich Bananen mehr ansprechen als Loch. Naja, egal. Lass ich mal so im Raum stehen. Jetzt für die 5 Bananen habe ich da. Ach, guck mal, da oben geht's direkt weiter. Ciao. Und. Befreien! Ich sehe mal, das wird das ja sein, oder? Und meistens trigger ich ja damit irgendwas ganz Tolles. What the? Okay. Eine Arcade Machine. Das ist natürlich geil. Ich dachte, ich habe mich jetzt befreit. Na gut. Aber für wen? Okay, für Tiny, alles klar. Okay, da kann ich mich zurück teleportieren. Ich glaube, ich weiß jetzt noch nicht genau, welche Reihenfolge wir jetzt machen sollen. Ist ein bisschen laut. Ah, okay. Ich habe jetzt auch schon mein erstes PS Vita-Spiel bestellt. Und zwar irgendwie Army Corps of Hell. Das sah ganz cool aus, so ein bisschen wie Overlord. So, machen wir mal. Ich muss auf jeden Fall den Teleporter 1 merken, weil der bringt mich hier wieder zurück. Das ist wichtig. Aber hier bin ich falsch. Ja, gehen wir mit dir erstmal in den Hauptraum zurück. Oho.
Da, guck dir das an. Was geht? Hau bloß ab. Erstmal sammeln wir unseren Kack hier ein. Oh mein Gott, wir haben schon die 100 fast voll. Zieh dich! Zieh dich! Bums! So, zack. Und Fliegedi. Fliegedi, 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 Flug. Und das Level schaffen wir ruckzuck. Pipiang! Brauche ich eine Melone? Nee. So, was hat das jetzt gebracht? Ach, es hat mir eine goldene Banane beschert. Tja, wenn das so ist, klar. Gerne. Gerne, gerne. Mal kurz überlegen. Musste ich nochmal mit ihm zurück? Das weiß ich gerade leider nicht mehr so genau. Ich meine, bis hierhin war nur Donkey gefragt. Bedonke Donk. Beziehungsweise ganz am Anfang war noch Tiny, noch Tiny und Lanky gefragt. Genau. Gut, dann sind wir auf jeden Fall mit ihm hier erstmal fertig. Ich dachte aber, hier gäbe es noch eine Jetpack-Station. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Gut, dann werden wir jetzt erstmal wahrscheinlich mit Lanky weitermachen. Weil ich glaube, da kommen wir relativ schnell an eine Banane auch ran. Für ihn. Aber mit dem 5, da sehe ich dann ja auch immer wieder grüne Bananen. Da muss ich auch wieder dann sagen, oh, jetzt muss ich mal wieder wegschieben. Aber okay, klar, wenn das jetzt so der Trend ist hier in diesem Level, ne? Dass man dann jetzt echt selten die Möglichkeit hat, die Affen zu wechseln, dann wird das wirklich interessant. Na gut, wenn ein Teleporter in der Nähe ist, dann geht das ja. So. Mach erstmal mit dir hier weiter. Kollege. Machen wir erstmal den Bereich hier, ne? Meine Münze. Meine Münze. Marbeko. Erstmal ganz entspannt hier, ne? Ach cool, hier sind die ganzen Shops. Schau mal einer, guck. Ist auch nochmal so ein Affenwechselspiel. Bin ich jetzt nicht so verkehrt. Ja, tatsächlich. Oh, wie geil ist das. Oh, wie geil. Oh, Zucker für mein Brot. Was ist das? Okay, das ist nur ein gelber Ballon. Ansonsten ist hier nichts mehr. Okay. Das ist ein guter Bereich, der gefällt mir. Ach, jetzt kann ich wieder hier mit jedem wechseln, ey. Pff. Paddy, mangelt jetzt an Talent, Lanky. Es fehlen noch 15 Bananenmedaillen, um eine tolle Überraschung zu erledigen. Bewege deinen Hintern, ja. Ah, die könnte ich vielleicht sogar in diesem Level bekommen. Aber, ich gehe mal mit Didi da rein, weil mir fehlt ja offensichtlich noch eine Fähigkeit von ihm. Vielleicht bekomme ich sie ja jetzt. Schauen wir doch mal rein. Was sagt ihr jetzt auch nur? Pässe, bla bla bla. Ja gut, okay. Dann erzählt er halt wieder das Gleiche. Was soll's. Dann gehen wir mal rüber zur Großbrüstigen. Mein Handy irgendwo oder was? Ich hab gerade immer vibrieren gehört. Mehr kann ich im Moment nicht geben. Schau doch später mal bei mir vorbei. Ich lade deine Musik wieder auf. Bin jetzt wieder in Ordnung, ne? Echt, bei Nintendo ist das alles immer so ein bisschen komisch, ne? Auch so wie bei Zelda 2. So von wegen so, ja, ja, ich bin eine junge, attraktive Frau, ne? Komm mal rein, ich heile dich mal wieder, ne? Zieh dich schon mal aus. Das ist im Fernsehen. Das wut, wut. Ich dachte schon, was geht da? Okay, mein Gott. Jetzt haben wir es aber. Ja, okay, komm, dann machen wir wieder Lanky. Ich finde das Spielprinzip hier aber total cool. Weil das ist natürlich ein Vorteil, der gegenüber Spyro vorherrscht. Aber hier muss man mit jedem, beziehungsweise hier kann man mit jedem Charakter jedes Level spielen. Bei Spyro war es ja eher so, ich meine, brauche ich hier nicht zu sagen. Das war dann ja eher so, okay, jetzt haben wir für den Kollegen dieses Level. Was ist das da oben für ein Feld? Oh mein Gott. Ja. Da! Doch, Jetpack-Scheiße, wusste ich's doch. Okay, machen wir später. Ansonsten ist hier nichts mehr, okay. Oh, meine Nase. Sorry, sorry. Ah, Himmel. Oh, ist das gut. Was ist das? Ach, das ist nur der Teleporter. Bananaporter. Boah, Entschuldigung, meine Nase, die bringt mich gerade um. So, okay. Und dann machen wir einmal den hier. Nein, doch, war richtig. Kipp, 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 kipp. Pah!
Abends. Oh, was passiert jetzt? Ja, er wird freigelassen. Oder? Ja. Chunky jetzt frei. Danke, Freund Lanky. Chunky kann grüne Bananen sammeln. Ich warte in den Tausch, was bist du Hilfe brauchen? Er ist ein bisschen zu spät verschwunden. Ah, guck mal, das ist also auch noch was. Ah, da geht schon groß, ja, da geht schon los mit den grünen Bananas. Oh, es sind jetzt voll links. Wir haben alle Charaktere, oh mein Gott. Okay, cool, cool. Das heißt, bevor wir dann so, wenn wir das Level immer schaffen sollten, bevor wir weitermachen, würde ich dann eh erstmal die alten Level nochmal besuchen gehen, um mit Clunky, Bunky, die Banky-Dank auch nochmal alles zu holen. Ich brauche mal... Oh, ey, sorry, meine Nase bringt mich gerade echt um. Ja. Okay, wo war der Schalter da oben? Aber wobei, hier brauche ich ja gar nicht so viele Bananen wie beim letzten Mal. Ja. Nein! Das war doch gut! Oh mein Gott, guck mal, wie schön er... Ich wollte dich gerade loben, ne? Guck mal, wie schön er springen kann. So. Boings. Wo muss ich denn hin? Ach, guck mal, okay. Ich habe aber noch irgendwas anderes gesehen. Da hinten! Ja, ja. Da ist nämlich ein Diddy-Schalter. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkommen soll, um ehrlich zu sein. Das ist ein bisschen schade. Ich sehe jetzt gerade auch keinen Weg. Hm. Ja, machen wir gerade mit dem... Nehmen wir mal direkt mal den neuen hier, ne? Chunky Kong! Reich, hallo Chunky, auch du kannst hier 5 goldene Bananen finden. Quack! Wir werden jetzt mit dir erstmal schön einkaufen gehen, würde ich sagen. Eine Waffe hast du zwar noch nicht, aber können wir schon mal Musik besorgen und sowas. Und er hat die Münzen bekommen. Oh, ist das schön. Die Regenbogenmünzen. Die wurden ihm schon teilweise gut geschrieben. Das ist super. Echt. Fuck, wo muss ich hin? Ich glaube, hier muss ich hin, ne? Wow! Wie geil ist das denn? Der macht einen Kurs Buddy Drop. Gefällt mir, auf jeden Fall. Okay, komm. Ah, nee, Quatsch. Ich muss über die Fässer. Sorry. Da war ich wieder mal ein bisschen doof. Oh mein Gott, das kennt ihr ja von mir nicht anders. Da sind hier vielleicht... Toits. Da sind hier vielleicht direkt noch ein paar... Ist das eine Spielzeugfabrik?